Bei Ruhe denken wir allerdings häufig eher an das Sterben, oder? Ruhe in Frieden. Aber ich glaube, dass wir heute schon Ruhe erleben können. Wir können jeden Tag entspannt leben, selbst während wir hart arbeiten, selbst mitten in unseren Kämpfen. Selbst in einem Sturm können wir uns entspannen. Wir können einen inneren Frieden haben, der uns klüger und besonnener macht. Mein Punkt heute ist, dass es sogar der Sturm selbst ist, der das in uns bewirken kann. Haben Sie je das Gefühl, ich finde keine Ruhe? Haben Sie je das Gefühl, ich kann mich nicht entspannen? Selbst wenn vielleicht gerade alles gut läuft, haben Sie das Gefühl, ich kann mich nicht entspannen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht denken, ich kann keinen Film oder die Gesellschaft anderer genießen. Vielleicht toben Stürme um Sie her, vielleicht kocht die Hölle unter Ihnen. Jeder Sturm wird sich widerlegen. Sie werden aus dem Sturm herauskommen und zwar stärker, als Sie je gewesen sind. Widerstandsfähiger, als Sie je gewesen sind. Das Ziel Ihres Seelenfeindes ist, Sie zu Fall zu bringen oder zu dummen Entscheidungen zu verleiten. Er will, dass Sie etwas sagen, was Sie später bereuen. Aber das werden Sie nicht. Sie werden weise sein, Sie werden klug sein und durch den Sturm hindurchkommen. Und hinterher stärker sein. So ein Mensch sind Sie. Es ist erstaunlich, wie oft das im Leben geschieht. Wir haben monatelang, manchmal jahrelang Angst davor, dass uns etwas Bestimmtes widerfährt. Und wenn es dann schließlich tatsächlich eintrifft, machen wir es durch und hinterher denken wir, warum habe ich mir vorher so viele Sorgen gemacht? Das ist zwar nicht immer so, aber häufig müssen wir das, worüber wir uns immerfort Sorgen und Sorgen machen, leider erst tatsächlich erleben, bevor wir die Sorgen überwinden. Das kann ein ziemlich erschreckender Augenblick sein. Aber dieser Augenblick ist ein Durchbruch für uns. Lernen Sie, die Ruhe zu bewahren und nichts Dummes zu tun, sondern zu vertrauen, ohne Eile. Dann werden Sie hinterher wie Gold strahlen. Das glaube ich für Sie. Ich glaube es für Sie. Eines Tages werden Sie auf den jetzigen Sturm zurückblicken und sagen, der war gar nicht so groß, wie ich dachte. Wissen Sie warum? Weil Sie viel größer sein werden als der Sturm, dem Sie heute begegnen. Sie werden größer sein als Ihr heutiger Sturm. Haben Sie keine Angst. Ihnen wird schon nichts passieren. Was, wenn all das, was Sie gerade durchmachen und womit Sie zu kämpfen haben, ein kleiner Schritt zu einem großen Lohn ist, der auf Sie wartet, wenn Sie Ihren Mut nur nicht aufgeben? Wenn Sie die Sache nur durchstehen? Wenn Sie nur keine Dummheiten anstellen, sondern auch inmitten Ihrer Ängste weise handeln?